Yo Leute, zurück bei Red Faction und ich weiß, wir waren hier schon beim letzten Mal, aber ich muss ja immer wieder beim Checkpoint anfangen, deswegen bin ich jetzt hier gestartet und habe dann tatsächlich auch beschlossen, hier einfach weiterzumachen. Wir müssen da lang, dann gehe ich erstmal nochmal kurz zurück, tu mir hier kurz die Sachen. Und ich muss mal sagen, dieses Spiel ist bis jetzt echt nicht schlecht. Also, ich verstehe noch nicht, warum das Spiel relativ schlecht angekommen ist. Ach ja, hier war ich. Beim letzten Mal. Ich hatte diese unsichtbaren Viecher besiegt. Ich würde mal behaupten, das machen wir jetzt auch. Nur im Schnelldurchgang, das heißt ab nach unten. Wir holen jetzt Munition und verpisst euch, ihr Unsichtbaren. Wenn ich euch sehe, katapultiere ich euch weg. So. Ich hole mir kurz hier die ganzen Punkte. Als Maul. Okay, da kommen wir rauf. Dann gucken wir kurz, hier sind auch noch genug Sachen. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Also ich muss sagen, ich habe jetzt gerade gar keinen Bock, mit denen hier groß zu kämpfen. Deswegen werde ich jetzt hier auch einfach weitergehen. Weil wir das ja auch im Grunde schon hatten. Bam! Ach, guck mal an. Ziemlich wenig drin, aber ich meine, immerhin war überhaupt was drin, ne? Hier sind auch wieder Monster. Ah, hier. Ich renne mal weiter. Okay. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ah, ja, genau. Hier ist es richtig. Wollt ihr mich noch töten, dann solltet ihr jetzt kommen. Okay, hier sind welche. Wir waren zwar eben auch schon welche, aber naja. Oh, jetzt hüpfen die hier aber auch die ganze Zeit rum. Das ist auch tierisch nervig. Können ja nicht einfach stehen bleiben. Ich mach's jetzt anders. Ich repariere das. Und mach hier ein Schild hin. So. Wenn die jetzt nämlich... Warum ist denn... Ach, hier ist ein Grafikbug. Aha! Guckt euch das an. Ist ja ekelhaft. Wir sind auf jeden Fall... Oh mein Gott. Das jetzt hier ist aber echt gefährlich. Da weiß man ja gar nicht, wie man gehen muss, beziehungsweise wo hier nichts kaputt ist. Oh Gott. Fuck. Ah, okay, hier kannst du runter, aber nicht dahin. Oder? Doch, hier kann man runter. Fuck, man. Ich weiß gar nicht. Ah, okay, hier geht's rein. Ey, was ist denn das hier? Übelste Grafikbugs. Ich finde auch geil, dass sowas kommt, wenn ich gerade so sage, ja, ja, hier, also bis jetzt finde ich das Spiel super. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben und so. Finde ich super, dass dann genau sowas kommt. So langsam könnte der Scheiß hier auch mal wieder aufhören. Okay, Cutscene. Reinigungskern, okay. Something's not right. Na, da sagst du was, irgendwas stimmt nicht. Oh, shit. Oh, alles tot, ja? Das Gebäude zerstören.
Oh Gott. Jetzt ist doch im Grunde schon recht viel zerstört. Ich mach erstmal das da oben kaputt. Wir rotten jetzt einfach die Grafik-Bugs damit aus. Deswegen müssen wir das nämlich jetzt gerade kaputt machen. Wahrscheinlich. Gott. Ach, kein Schuss mehr. Alter. Guckt euch das an. Hoffentlich zieht sich das jetzt nicht durchs Spiel. Das wäre natürlich richtig scheiße. Und dass ich hier gerade runtergefallen bin, war auch nicht gerade von Vorteil. Hier ist überall Munition. Oh Gott. Shit, geh weg. Da ist noch jede Menge Barschrott, den nehmen wir natürlich mit. Wäre auch schön blöd, wenn nicht. Wo muss ich hin? Gott, der führt mich doch hier im Kreis. Das ist doch Schwachsinn. Sagt mir das Gebiet. Das Gebiet soll ich räumen. Indem ich dann im Kreis laufe. Okay, das jetzt ist richtig schlecht. Kann es sein, dass ich irgendwie oben lang muss oder so? Hier liegt auf jeden Fall noch was. Was soll ich denn da? Ich muss das ja dann wieder reparieren. Das ist doch voll dumm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich darauf? Und wie, noch wichtiger ist eigentlich, wie bekämpfe ich die Grafikbugs? Ohne dass mir da irgendwie das Spiel von abschmiert. Habe ich ja auch schon ganz oft gehabt. Da ist mir einfach das Spiel abgeschissen, weil ich diese verkackten Bugs hatte. Komm, ey Freund, vorsichtig. Wir gehen einfach mal schnell weiter. Bleiben in Deckung am besten. Ich weiß gar nicht, muss ich hier überhaupt lang? Nein. Okay. Wow, Freund. Gott, das ist doch scheiße. Oh, fuck. Wenn der mir jetzt wieder den Weg nach unten anzeigt, dann klatscht es aber weg. So. Hier oben haben wir... Oh. Na komm, den nehmen wir mal lieber mit. Der ist ein bisschen besser. Und er zeigt mir den Weg nach unten. Du bist so schlau, Typ. Ich meine, ich hätte wirklich Verständnis dafür. Aber was ich glaube tatsächlich ja jetzt. Jetzt geht's erst weiter irgendwie. Weil wir jetzt die Welle von Gegnern besiegt haben. Sag ich doch. Und jetzt kriegen wir nämlich das nächste Ziel. Ich hasse sowas wohl. Gut, Jung. Wo muss ich jetzt hin? Okay. Einfach so zurücksetzen. Vielleicht haben wir ja Glück und jetzt gibt's keine Grafikbox mehr. Geist. Sam, plot out the fastest way back to that Marauder Temple. Once we get things squared away in Bastion, we're heading for the surface. To find Hale. If anyone knows how to stop these things, it'll be him. So, wir haben wieder unseren kleinen neue Erweiterung verfügbar. Okay. Gucken wir natürlich gleich rein. Übrigens, wenn ihr dieses Video seht, haben wir
Quatsch, dann ist es viel später. Nee, haben wir nämlich dann gar nicht. Wir haben heute, Moment, ich guck mal gerade, wir haben heute den 10. März. Ich habe vorhin, also was heißt vorhin, ich habe knapp vor ein paar Stunden, 8 Stunden oder so, keine Ahnung, heute früh auf jeden Fall, habe ich mein Titanfall-Key von MMOGA bekommen. Sehr schön. Also ich muss auch sagen, hier nochmal großes Lob an MMOGA, die wirklich, also eine der wenigen sehr zuverlässigen Seiten ist, was Keys angeht und alles. Kann man wirklich nur weiterempfehlen, muss ich sagen. Und ja, ich habe auf jeden Fall natürlich direkt den Key aktiviert etc. Also Preload war ja ab heute um 18 Uhr, genau, 18 Uhr, habe ich natürlich direkt im, wie sagt man so schön, habe ich auf jeden Fall direkt genutzt, so, und habe dann erstmal angefangen, das gute Spiel zu downloaden. Es müsste jetzt eigentlich schon da sein, ich weiß gar nicht, ich glaube das letzte Mal war vor der Aufnahme, als ich geguckt habe, und da war der Stand irgendwie bei 95% oder so, müsste eigentlich mittlerweile da sein, ohne Probleme. Was mich sehr freut, ich meine, ich kann es natürlich jetzt noch nicht spielen, aber ich kann es halt dann direkt am 13. spielen, und das ist ja schließlich auch was. Ich meine, wenn man mal so überlegt, ist das ja richtig klasse, weil ich kann dann direkt in der Nacht anfangen. Von dem 12. auf den 13. Das ist dann, glaube ich... Oh Gott, ist das der Donnerstag? Ich glaube, ja. Vielleicht kann ich das dann doch nicht. müsste ich mal gucken. Aber ich glaube, bis jetzt könnte ich dann direkt Titanfall zocken. Was mich persönlich sehr freut, weil die Beta war wirklich klasse. Und ich bin unglaublich, wirklich unglaublich gespannt auf... das, was noch kommt, beziehungsweise auf die Karten, die jetzt noch auf sich warten lassen, beziehungsweise die jetzt noch kommen mit dem vollständigen Spiel halt. Warum leckt's denn jetzt hier so ein bisschen? Ist doch gar nicht. Hier, komm her, da. Alter, die haben aber auch ein Glückrad. Okay, Gebäude ist im Arsch. Ich habe übrigens auch, das verrate ich einfach mal, es wird aber noch nicht jetzt direkt in nächster Zeit kommen, da werde ich mir noch vorher ein paar Projekte nicht entgehen lassen, mehr oder weniger, heißt zum Beispiel South Park, kommt ja auch noch, und ich werde auf jeden Fall, was ich jetzt auch schon halt angefangen habe aufzunehmen, oh Gott, sind gerade die Frames im Keller. Ich werde auf jeden Fall noch Diablo Let's Playen, beziehungsweise habe ich sogar angefangen, aber es kommt halt jetzt noch nicht, weil ich noch erst South Park und so machen will. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Am Moment können wir... Nee, ne? Hier können wir noch nichts. Ne, hier können wir noch nichts holen. Erhöht die Menge an jedem... Haben wir das nicht schon... Ach, das ist das, was wir gekauft haben, natürlich. Was haben wir hier? Nehmen wir das mal mit. Komm. Auf Y können wir das aktivieren, okay? Und warum sind denn jetzt gerade hier die Frames so am Einbrechen? Was ist denn da los? Buckle up, Sam. This could take a while. Error. Buckle up is an unknown directive. Just show me where the damn bugs are, okay? Affirmative. Alter, die Frames sind aber gerade richtig im Keller. Kann es sein, dass ich irgendwas vergessen habe auszumachen? Ich befürchte mal sogar, das ist so.
Ich habe eben noch gerendert. Es könnte vielleicht sein, dass ich das vergessen habe auszumachen. Abflug. Was heißt auszumachen, sondern das allgemein gar nicht zu beenden. Es wäre jetzt natürlich ziemlich ärgerlich, aber wir haben eh 15 Minuten, deswegen werde ich jetzt mal nachschauen. Melde mich dann einfach gleich zurück, nachdem ich hier diesen Barschrott noch eingesammelt habe. Ich meine, wenn schon, ne? Denn schon. So, schön. Alles eingesammelt. Perfekt. Bam, noch kurz in die Luft gejagt. Komm, rauf da. Ja, gut, dann halt da runter. Okay, und dann melde ich mich einfach im nächsten Part zurück. Haut rein und bis dahin. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.